Weltranglistenzweiter hinter Janove Waldner, der ebenfalls nicht die große Leistung gebracht hat und im Viertelfinale gegen Gatin auf der Strecke blieb. Erkennen, wie wichtig der Aufschlag immer wieder ist. Man versucht, den Ball so zu spielen, dass er möglichst angriffsbereit zurückkommt. Schnitt, Unterschnitt, Seitenschnitt. Jetzt wird gestupft und dann auf einmal wieder diese Temposteigerung. Und sie spielen beide durchaus ähnlich. Gruber vielleicht etwas hier auf Defensive ausgerichtet, aber mit der Konterbereitschaft in jeder Situation. Vier zu eins Punkte jetzt für Gruber beim eigenen Service. Waren das jetzt die Chance zurückzuerobern? Das sind herrliche Ballwechsel hier. Bisschen Pech da, am Netz gelandet. Hier sehen wir den Trainer von Applegreen, Glenn Ost. Der Schwede ist jetzt in den Rhythmus gekommen. Hervorragend platziert. Erst rechts, dann links, der Topspin. Mit einer sehr, sehr dicken Schaumgummidecke spielt der Schwede etwas, was man Anfängern ja nicht empfiehlt, denn je weniger Schwamm unter der Fläche ist, je mehr Ballgefühl hat man zunächst einmal wenigstens als Beginner. 12, 17. Also wie Gruber ins Spiel kommt, dann wird es gefährlich. Aber ein hervorragender Konter da gesetzt. So etwas macht natürlich Spaß, Wolfgang. Ich bin begeistert von diesem Finale. Es macht wirklich Laune, da zuzuschauen. Es ist ja auch eine glückliche Paarung. Es ist wirklich ein sehr variables Spiel. Ja, und es ist natürlich sehr, sehr wichtig für Gruber, hier gleich den Anfang für sich zu entscheiden. Dann hat er noch die psychologische Seite für sich. Denn, wie gesagt, Wolfgang, er hat ja Michael Applegreen bisher stets geschlagen. Und immer gab es ähnliche Spiele wie hier auch in der Bundesliga. Ja, nur dem steht entgegen, dass Gruber also wirklich immer noch auf seinen großen Einzeltitel wartet. Hier treffen sich zwei Serien und wir sind gespannt, wie sie enden. Das war ein Flachfehler. Satzball jetzt für Andrzej Gruber. Keiner nach, jeder setzt alles ein und ein Glücksschlag. Ein absoluter Glücksschlag. Entschuldige bitte, ist der Finger hoch natürlich. Das sehr faire Geste, wir sehen es noch einmal. Ja, mit Backspin wäre rückwärts gegangen, mit Vorwärts Topspin, also springt darüber. Ja, und damit gewinnt der Pole
diesen zweiten Satz, nachdem er den ersten mit 15 verloren hatte. Gleich sehen wir uns wieder im nächsten.